Yo Leute, was geht ab? Euer GlitzLP ist wieder weg am Start. Und heute habe ich mal für euch ein etwas kleines Video. Also diesmal geht es nicht um irgendeinen Glitch, aber es geht um ein paar neue Informationen über dieses Jahr, wie das so war und über das nächste Jahr, was kommen wird und was da so alles von mir auskommen wird und was ich versuchen werde für meinen Kanal. Und zwar 2017 war auf jeden Fall ein richtig krasses Jahr. Ist auf jeden Fall ziemlich, also sind auf jeden Fall ziemlich viele tolle Sachen passiert und auch wieder etwas schlechte Sachen. Aber es hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß 2017 und konntet auch ziemlich viel Geld machen in GTA. Habt sonst noch ein paar lustige Sachen gemacht. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz kurzes Video. Also von meiner Seite jetzt her. Aber es wird gleich noch eine Stelle kommen, da werde ich meine besten Momente zeigen aus GTA. Und für nächstes Jahr 2018 werde ich mir für meinen YouTube-Kanal vornehmen, dass ich ungefähr 4 bis 5 Mal in der Woche ein Video raushau. Ich kann euch nicht versichern, dass es wirklich so sein wird. Ich kann es bloß versuchen, weil ich in Real Life natürlich auch viel zu tun habe und deswegen auch nicht immer für YouTube da bin. Aber ich hoffe mal, ihr seid auf meinem Kanal immer aktiv und liked natürlich die Videos, schreibt mir in die Kommentare. Und ja, schreibt mir einfach eure Meinung mal in die Kommentare zu diesem Video und was ihr euch vornehmt oder wie ihr gefeiert habt Silvester. Und von meiner Seite wünsche ich euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Und mal sehen, wer bei uns neu auf meinen YouTube-Kanal dann zukommen wird. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wer alles neu ist und ob ihr auf PS4 zockt, dann könnt ihr auch gerne mal mit mir zusammen GTA zocken. Und ich werde auf jeden Fall noch mehr Glitches nächstes Jahr rausbringen, also auch öfters mal Money Glitches, weil es geht einfach so viele Leute, die wo keine, also die wo nicht viel Geld haben und die wo auch viel Geld brauchen und deswegen mache ich das einfach mal. Ich werde auch noch mal ein paar andere Spiele streamen bzw. Videos drüber machen und mal schauen, wie es euch so gefällt. Und werde über GTA natürlich auch ganz normal in GTA bleiben und für euch auch noch ein paar Outfit-Glitches raushauen. Vielleicht werde ich auch selber noch ein paar Glitches finden, wer weiß. Auf jeden Fall habt noch viel Spaß in den letzten paar Stunden 2017. Ich hoffe mal, ihr feiert schön. Das war's auch schon von meiner Seite. Haut rein, frohes neues Jahr und ciao. Seven song, seven song, seven song.
smile, now the sunshine brings the light.